Willkommen bei Metropolis. Heute sind wir in der Metropole Nikosia. Die Berlinale ehrt Claude Lanzmann. Und ein Buch kippt den Filmstar Klaus Kinski. Aktuell. Das Buch Kindermund ist ein einziger Albtraum. In dem autobiografischen Text schildert Pola Kinski den jahrelangen Missbrauch durch ihren berühmten Vater Klaus Kinski. 14 Jahre lang missbrauchte der weltberühmte Schauspieler seine Tochter. Erst mit 19 kann sie sich aus der Tyrannei des Vaters befreien und bricht bei ihrer Mutter zusammen, die ihr nicht hilft. Klaus Kinski, ein Kinderschänder. Ein Mythos ist zerstört. Liebet euren Nächsten wie euch selbst. Im Jahr 2000 entstand eine Dokumentation über Klaus Kinski. Der Filmemacher hat damals von dieser Tragödie nichts geahnt. Kritiker haben sie in ihrer Laufbahn als Schauspieler sehr häufig als eine Art von enfant terrible eingestuft. Was heißt das, ein schreckliches Kind? Als ein schreckliches Kind oder auch missratenes Kind. Heute erfahren wir, Klaus Kinski war ein armseliger, narzisstischer Psychopath, der seine Tochter auf dem Gewissen hat. Pola Kinski, als ich 1999 meinen Film über deinen Vater gedreht habe, habe ich ja viel recherchiert und wir haben viel telefoniert, ohne uns zu kennen. Das waren sehr ausführliche Telefonate. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, als jetzt dein Buch auf den Markt gekommen ist, habe ich da etwas überhört? Hast du etwas noch bewusst zurückgehalten? War die Zeit noch nicht reif? War ich zu scharf darauf, diesen Film über Kinski zu machen und habe ein paar Zeichen nicht gedeutet? Damals wusste ich nicht, war ich mir meiner Rolle nicht bewusst in deinem Film. Also wenn ich etwas über meinen Vater erzähle oder was ich mit ihm erlebt habe, dann hätte ich ja alles erzählen müssen. Und nur zu seinem Glorienschein beitragen, das wollte ich nicht. Deshalb bin ich auch nicht in Talkshows gegangen, weil was soll ich über meinen Vater erzählen? Soll ich so ein bisschen außenrum denken? Der war Sohnvater, ein bisschen exzentrisch, aber ansonsten ganz liebenswert. Das wäre mir gegenüber wäre das verlogen gewesen. Wenn, dann hätte ich erzählen müssen, was mich wirklich bedrückt und was ich wirklich erlebt habe, und das konnte ich nicht. Das konnte ich nur in einem Buch. Ich reiße den Mund auf. Ich schreie. Kein Ton verlässt meine Kehle. Die Zunge wird fordernder, immer brutaler. Es tut weh. Ich liege starr. Sein Atem wird lauter, stöhnt um sein Leben. Mir ist schlecht. Es wird still und schwarz. Das erste Mal habe ich mit 19 zum ersten Mal darüber sprechen können. Ich habe 12 Jahre den Mund gehalten. Ich durfte mit jemandem sprechen. Dann fing eine unendlich seelische Qual an, über viele Jahre hinweg. Dann habe ich eine Therapie angefangen. Dann wurde mir zum ersten Mal klar, dass diese Qual oder diese Zustände die Folge meiner Erlebnisse sind. Es geht ja nicht nur um sexuellen Missbrauch, es geht um seelischen Missbrauch, es geht um Persönlichkeitsenteignung. Es geht eigentlich, mein Buch geht um den seelischen Überlebenskampf eines Kindes, später einer Jugendlichen, die zwischen den selbstsüchtigen oder egoistischen Erwachsenen existieren muss, die es eigentlich hätten lieben und schützen müssen. In seinen Büchern und diversen Talkshows machte Klaus Kinski nie einen Hehl aus seinen sexuellen Fantasien. Aber niemand hatte sie so ernst genommen. Das können Sie fragen bei allem. Das ganze Gesetz ist ja so aufgebaut. Hier kommt ins Gefängnis, wenn Sie mit einem 12-jährigen oder 14-jährigen Mädchen schlafen. Im Orient verheiraten Sie sich mit 11 Jahren. Was ist das für ein Unsinn? Das Buch ist in Deutschland eingeschlagen wie eine Bombe. Pola Kinski beschreibt, wie sie sich in der Familie ihrer Mutter ungeliebt fühlt. Wie Kinski seine Tochter mit Geschenken überhäuft, um sie dann umso brutaler zu vergewaltigen. Er beschwört sie, nicht darüber zu sprechen, sonst müsse er ins Gefängnis. Warum hat sie so lange gewartet? Warum kommt sie jetzt damit heraus? Seit seinem Tod eigentlich der Glorienschein immer größer wurde. Und es wird noch ein Bildband rausgebracht und noch ein Gedichtband. Und ich immer noch mit meinen Ängsten zu kämpfen habe. Dann hat sich das mir aufgedrängt. Ich wollte aber eigentlich keinen Mythos vom Sockel heben, sondern ich wollte einfach erzählen, was ich erlebt habe und was es mit mir gemacht hat. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Wie gesagt, halt deine Schnauze.
Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Wenn er mit seiner Frau gestritten hatte und meine Schwester und ich tagelang allein uns an den Wänden rumgedrückt haben und uns irgendwas zu essen geholt haben. Und wir haben dann gute Nacht gesagt und sind in dieses sogenannte Streitzimmer gelaufen. Dann hat er uns angebrüllt, wir sollen verschwinden. Das nächste Mal sind wir ins Bett gegangen und haben nicht mehr gute Nacht gesagt, weil wir uns nicht getraut haben. Dann ist er nachts um zwei reingekommen, hat das Licht angerissen, hat geschrien, ihr blöden Arschlöcher, sagt ihr mir auch nicht mehr gute Nacht. Also man wusste nicht, wie man sich verhalten sollte. Gibt es eine Erklärung für Kinskys Verhalten? Mit 17 kam er in ein britisches Kriegsgefangenenlager. In Colchester, England, leitet der Schauspieler und Regisseur Hans Bühl ein Lagertheater. Er wird Kinskys Entdecker. Der zarte und sensible junge Mann muss fortan alle Frauenrollen spielen und darf sich die Haare lang wachsen lassen und wird so zur schönsten und einzigen Frau des Männerlagers. Ein Junge wird tot aufgefunden, schreibt Kinski. Ein eifersüchtiger Homo hat ihn erwürgt und in die Latrine gestoßen. Homosexuelle Kontakte unter Zwang prägen das Lagerleben. Kinski selbst hat Glück im Unglück. Sein Beschützerbesitzer ist einer der stärksten. Aus Klaus wird Kläuschen. Ich bin auch 12 Jahre vergewaltigt worden, missbraucht worden und habe deshalb auch nicht Kinder oder meine Kinder missbraucht. Das kann ich eben nicht verstehen. Das ist für mich überhaupt kein Argument. Nein. Herr Kinski, Sie haben hier ein wundervolles Haus in Rom. Was ist für Sie das Wichtigste in Ihrem Leben? Eine der schönen Interviewfragen, nicht? Was meinen Sie mit Wichtigste? Ja. Ich arbeite immer. Und sonst nichts? Ja, naja. Die Liebe, wenn Sie wollen. Ja. Wenn man das hier liest, ein Buch, warum fährt sie da wieder hin? Sie weiß genau, was kommt. Erstens habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, was kommt. Und außerdem habe ich keine andere Möglichkeit gehabt. Ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance, ich musste zu ihm, weil er der Einzige war, der mich sichtbar gemacht hat, der mir das Gefühl gegeben hat, dass es ganz wunderbar ist, dass ich auf der Welt bin, dass er mich liebt, dass er mich braucht, dass er mich begehrt. Bei meiner Mutter fühlte ich mich überflüssig. In der Familie meiner Mutter war ich überflüssig. Ich wollte keine Sensation hinausposaunen. Dann hätte ich seine Zeitung verkauft, sondern ich wollte eigentlich, diesmal ging es einmal um mich, nicht um ihn, er hat oder die anderen haben, meine Mutter hat oder er hat, sondern es ging darum, wie ich es erlebt habe. Darum geht es mir. Hätte der Filmemacher Christoph Rüther von all dem gewusst, hätte er damals einen Film über das Opfer, nicht über den Täter gemacht.